Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Euro Truck Simulator 2. Ja, heute zocken wir mal eine Berufssimulation. Das Spiel habe ich schon vor einiger Zeit bei Steam gekauft und jetzt habe ich auch einen neuen Computer. Habe ich gedacht, na, jetzt kann man das auch mal grafisch präsentieren, ohne viel Ruckelei und ohne in 640x480 Auflösung, sondern auch so, dass es nach ein bisschen was aussieht. Ich habe den MS Standard entworfen, hier oben ist er. Eine Strecke bin ich schon gefahren, von meinem Stützpunkt Dortmund aus nach Frankfurt und habe gerade einen neuen Auftrag angenommen. Wir müssen Spanplatten liefern von Frankfurt nach Straßburg. Wir haben Montag, 15.56 Uhr. Wir sind vor gegen 22.36 Uhr da, würden dafür auch 3.940 Euro bekommen. Ja, Berufssimulationen sind ja immer gerne gespielt. Es gibt sehr viele, viele grottige. Es gibt einige sehr gute, wie zum Beispiel den Landwirtschaftssimulator oder hier halt diesen Euro Truck Simulator, der jetzt mittlerweile, wie gesagt, auch schon im zweiten Teil ist. Und vorher hat SCS Software schon einige LKW-Simulationen gemacht. Also die Jungs, die wissen durchaus, was sie machen. Wir haben noch nicht genug Geld, um unsere eigene Firma zu eröffnen, beziehungsweise andere Fahrer anzustellen. Aber das macht nichts. Bis dahin müssen wir halt ein bisschen durch die Weltgeschichte fahren und Geld verdienen. Wie gesagt, von Frankfurt nach Straßburg mit Spanplatten. Ich habe zwei E-Mails, sollte ich die mal lesen? Ist das wichtig? Benötigen Sie Geld bitte? Wir können helfen. Ja, sowas habe ich auch im tatsächlichen Leben immer in meinem Spamfilter. Und hier gibt es einen LKW-Händler in Frankfurt am Main. Sehr schön. Wie gesagt, meine Basis ist in Dortmund, aber die erste Fahrt war von Frankfurt nach Dortmund. Ne, von Dortmund nach Frankfurt. So, und deswegen bin ich jetzt in Frankfurt. Und von Frankfurt fahren wir jetzt weiter aus nach Straßburg in Frankreich. So, das ist unser Truck. Hier sitzen wir im Cockpit. Und als allererstes müssen wir den Motor starten. Wie ging das denn nochmal? Mit T? Ne, mit E, ne? Genau, da ist er an. Wunderbar. Können wir mal ein bisschen Licht anmachen. Das ist der Scheibenwischer. So, Licht. Mal gucken, wo ist denn hier der Ausgang? Mal ganz kurz abbremsen und gucken, wo muss ich überhaupt hin? Ja, oder ist der Ausgang da vorne irgendwo? Ja, bestimmt nicht, oder? Ach, Kerl in die Kiste, jetzt muss ich auch noch rückwärts fahren, oder was? Ich habe keine Ahnung, wie man mit dem LKW rückwärts fährt. Stopp. In welche Richtung muss ich jetzt lenken, um den wieder gerade zu ziehen? Nach rechts oder nach links? Halt! Du sollst rückwärts fahren. Boah! Das fängt schon richtig gut an. Egal, machen wir das anders. Versuchen, den Hänger mal komplett hier rumzuziehen. Schön langsam. Wir haben Zeit. Wie sieht das überhaupt aus hier auf dem Hof? Ist ja schrecklich. Ah, besser. Besser, besser, besser. Kann ja wieder zurück ins Cockpit. Puh. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann habe ich jetzt einen anderen LKW als mit der Fahrt gerade. Warte mal, wo wirklich tatsächlich? Hier ist mal ein anderer LKW am Anfang. Ich kann euch gleich sagen, das sind nicht die tollsten Geräte, die man hier hat. Das ist definitiv ein anderer als LKW als bei der ersten Fahrt. Wo muss ich denn hin? So, nach rechts muss ich. Also die haben noch nicht so viel Power unter der Haube. Das muss man sich mit der Zeit wohl auch erst verdienen. So. Gut, hier ist nur 50 erlaubt. Pah, interessiert mich doch nicht. Ja, vielleicht mal Tempomat reinhauen. Wo wir fahren gerade erst 44, 45. Ja, wie gesagt, Tempomat ist ganz praktisch, dass man den hat. Frankfurt am Main. Und hier steht es auch, ist nur 50 erlaubt. Na gut. Wir haben Post. Also was mein Navi alles kann. Kann mir die Strecke zeigen. Kann mir meine E-Mails anzeigen. Hm. Ah, Kollege. So. Scharfe S-Kurve, vielleicht mal ein bisschen bremsen. Wollen ja nicht die Fracht beschädigen. Oder andere Fahrzeuge. Ah, hier dürfen wir Vorfahrt haben, oder? Ich fahre einfach mal. Solange keine Ampeln da sind, egal. Gib Gummi. Natürlich ist das Vorfahrtzeichen. Also nicht das. Das. Wetter ist super. Die Sonne scheint. Was will man mehr? Also da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass wir wirklich tatsächlich jedes Mal einen anderen LKW haben. Wohl anscheinend am Anfang.
müssen nach links. Komm, die Grünphase kriegen wir noch mit. Gib Gummi. Bin auch ein bisschen zu sehr Autofahrer noch, muss ich sagen. Ich fahre da gerne mal eng um die Kurven und das geht ja so meistens mit dem LKW gar nicht gut. Naja. Warum spiele ich das? Ja, A, weil ich das gerne mal spiele, eine Runde LKW fahren, warum nicht? Wir alle fluchen ja immer über die LKWs auf der Autobahn, wenn die auf der rechten Spur fahren und dann sich gegenseitig überholen. Aber auf der anderen Seite, wir versuchen natürlich alle oder wollen alle unser Zeug in den Regalen im Supermarkt stehen haben und deswegen LKW sind nötig. Und ansonsten ja hier mal so eine Runde LKW fahren. Warum denn nicht? Ist doch mal ganz entspannt. So, müssen wir jetzt hier rauf? Ja, müssen wir. Richtung Mannheim. Gut, dann fahren wir halt die A3 Richtung Mannheim. Ja, hier hochzukommen ist dann schon wieder anstrengend für die Karre. Verkehr scheint auch noch nicht allzu viel los zu sein. Das ist okay. Ey, komm, kann mal jemand anschieben? Ist ja fürchterlich. Da müssen wir Richtung, ja, wir müssen Richtung Mannheim bleiben, oder? Auf A5 stand er nicht vorhin, A3. Egal, ich gehe mal hier rüber. Schön auf der mittleren Spur, wie sich das gehört. Stuttgart-Mannheim, ja, das wird schon der richtige Weg sein. Wir müssen, wie gesagt, nach Strasbourg in Frankreich. So, hier geht's mal ein bisschen bergab. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen Speed aufnehmen. Habe ich gleich 90 km/h drauf. Da hauen wir jetzt den Tempomat rein. In der Hoffnung, dass wir es halten können. Sobald der nächste Anstieg kommt, werden wir es wahrscheinlich nicht mehr halten können. Oh, hier ist noch 40 erlaubt. Dann sollte ich vielleicht mal wieder abbremsen. Man kann ja nämlich auch geblitzt werden. Von der Polizei, glaube ich, auch angehalten werden. Also wie im echten Leben. Man muss sich schon an die Verkehrsregeln halten, an roten Ampeln anhalten. Am besten keine Unfälle bauen. So. Bleiben wir hier. Bleiben wir erstmal auf der rechten Spur. Gut, wie viele Kilometer sind es denn noch? 213 Kilometer noch. So wie mein Navi wohl sagt, sind wir dann wohl um 17.55 Uhr da. Das Spiel sieht übrigens in der Nacht auch sehr hübsch aus. Die ganzen Beleuchtungen dann. Also das macht schon grafisch was her. Teilweise ruckelt es halt noch ein bisschen. Oh, Radarkontrolle. Aber das liegt dann, glaube ich, doch eher an der Engine. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das an meinem neuen Rechner liegt. Der spielt ganz andere Sachen ab. Aber das ist halt nur in den Fällen, wenn man in eine Stadt reinfährt und der halt die Grafiken nachlädt. Aber mein Gott, kurze Ruckler, das macht ja nun mal gar nichts. Wenn man stundenlang auf der Autobahn fährt, dann macht so ein Ruckler nichts. Was sagt denn unser Sprit? Der ist voll, der Tank. Das ist schon mal gut, dass wir uns einen vollen Tank gegeben haben. Sonst könnten wir hier tanken, ganz normal. Autobahn, Tankstelle. Haben aber nicht nötig. Noch ein bisschen Gas geben. Obwohl es wieder Anstieg. Naja, bleiben wir mal bei 84. Man könnte natürlich auch das Radio einschalten und dann könnte man sich Livestreams aus dem Internet anhören. Also da kann man sich dann seinen favorisierten Radiosender wirklich anhören. Mache ich jetzt mal für die Aufnahme bei YouTube nicht. Habe keine Lust, dass mein Kanal geschlossen wird. So, jetzt mal bergab. Ein bisschen Gas geben. Kann aber auch, glaube ich, eigene MP3 spielen. Von daher alles möglich. Wohin müssen wir denn jetzt? Mannheim oder Richtung Zürich, Stuttgart? Ne, wir müssen geradeaus, sagt der Fall. Dann muss ich einmal rechts rüber. Hier geht nämlich dann gleich die Abfahrt ab. Genau, rechtzeitig eingeordnet. Ich bin ein guter Fahrer. 90 km/h. Wie gesagt, später kriegt man dann auch bessere LKWs und wenn man dann genug Geld hat und seine eigene Firma aufmacht, kann man sich dann auch die LKWs kaufen, wie man will. Es gibt eine sehr, sehr aktive Community, die unheimlich viele Mods rausbringt. Richtig tolle Mods mit neuen LKWs, neuen Beleuchtungen, neuen Strecken, neuen Karten, neuen Städten. Und hast du nicht gesehen? Es gibt, ja, Internetfirmen. Also hier fahren dann die Spieler wirklich für eine, ja, virtuelle Firma. Und also hier kann man sich Wochen, stundenlang, Monate, jahrelang drin verlieren in dem Spiel. Das ist alles möglich mit diesem Euro Truck Simulator 2. Ich weiß gar nicht, ob schon der dritte Teil geplant ist, denke ich aber mal, denn diese Simulation, die verkauft sich dann doch wie geschnitten Brot. Ich habe sie damals bei Steam im Summer Sale, glaube ich, gekauft oder damals im Winter Sale, ich weiß nicht genau. Ich glaube, aktuell kostet sie 19 €. Aber alles weitere dann in der Videobeschreibung, in den Links.
Da könnt ihr dann selbst nachgucken. Oh, wird das Wetter schlechter da hinten? Am Horizont? Ja, rechts überholen, ist klar. Na gut, dann gehe ich halt mal rechts rüber. Hast ja recht. Und das sind so die Autofahrer, die mich aufregen, ja? Wir als LKW-Fahrer, wir sorgen dafür, dass ihr die Regale voll habt bei Aldi und hast ihr nicht gesehen, wie sie alle heißen. Ja gut, jetzt habe ich Spanplatten hinten drauf. Aber irgendwann braucht jeder Mensch mal Spanplatten. Ja, und dann werdet ihr euch dran zurückerinnern, wenn es mal keine Spanplatten gibt. Oh, hätte ich mal diesen LKW-Fahrer da damals nicht rechts überholt. Auf der A5 Richtung Mannheim oder Zürich oder Stuttgart. Sodele. Wie weit ist es denn noch? 185 Kilometer? Hier ist eigentlich nur 80 erlaubt. Hier war 85. Ja gut, da wird ja wohl. Wo kein Kläger, da kein Richter. Kommt da hinten ein Tunnel? Ist auch sehr schön, wie sich das Europa landschaftlich verändert. Hoppala. Wir sind so weit links rüber gekommen. Jetzt hier mit den Tunneln, weil es ein bisschen gebirgiger wird, ein bisschen südlicher. Das ist nett. Kann noch ein bisschen schneller. Ey, kommt einfach nichts mehr raus aus der Karre. Naja, macht nichts. Ihr Zollkollekt. Der nächste Tunnel. Um 18.56 Uhr sollen wir da sein. War nicht vorhin irgendwas mit 17.55 Uhr? Wo habe ich denn so viel Zeit verloren? Ich spiele das Ganze übrigens mit dem Xbox 360 Controller. Kann man alles belegen. Blinker, Fernlicht, Hupe, hast du nicht gesehen. Also das funktioniert wunderbar. Wir können uns auch mal die Kameraperspektiven ansehen. Das ist, wie gesagt, jetzt die Cockpit-Perspektive. Von außen kann man sich das auch angucken. Mit unserem Anhänger mit den Spanplatten hinten drin. Von oben. Dachkamera. Die Kamera. Von vorne eine Kamera. Die Kamera ist cool. Die mag ich in meinen Actionfilmen bei Verfolgungsjagden. Schön am Reifen dran. Und wie wir so durch die Gegend fahren, können wir uns auch ansehen. Lässt sich aber nicht so gut steuern. Deswegen gehe ich mal wieder schnell ins Cockpit rein.